Heute beim QuickCheck. Wir sprechen mit Richard Alex, unserem technischen Trainer für die Eigenmarkenprodukte, über die richtige Wahl eines NOx-Sensors. Vor einem Jahr haben wir die NOx-Sensoren in die Eigenmarke eingeführt. Was hat sich seitdem getan? Ja, vor einem Jahr haben wir angefangen mit NOx-Sensoren für ausgewählte Fahrzeugtypen. Man muss bedenken, unterschiedliche Motoren, unterschiedliche Softwarestände bedürfen auch unterschiedliche NOx-Sensoren. Die Hardware mag immer gleich aussehen, aber es kommt halt auf die Software an. Die ist unterschiedlich. Und dementsprechend, einfach um eine höhere Marktabdeckung zu erreichen, haben wir die Referenzen hochgefahren auf aktuell 33 verschiedene NOx-Sensoren. Warum ist die Wahl des richtigen NOx-Sensors essentiell? Nur der korrekte NOx-Sensor, der für das Fahrzeug passt, funktioniert auch so, wie er sollte. Also es ist ein sehr komplexes Bauteil und es kann sein, am Anfang funktioniert es, aber dann nach kurzer Fahrt, die Parameter, die sind halt dann doch unterschiedlich, deshalb unterschiedliche Software, unterschiedliche Sensoren und dann kommt irgendwann die Fehlermeldung und die Kontrollleuchte geht an. Wie finde ich für mein Fahrzeug den passenden NOx-Sensor? Im Idealfall steht die OEM-Teilenummer, also die Originalhersteller-Teilenummer, auf dem Altteil, das ich ausgebaut habe. Und diese OEM-Teilenummer ist essentiell wichtig, weil die kann man umschlüsseln in die EUROPART-Bestellnummer. Was kann ich tun, wenn ich die Originalnummer nicht habe? Dann kann man einmal den Hersteller des Fahrzeuges kontaktieren, um diese OEM-Teilenummer zu bekommen oder gerne auch bei uns in der EUROPART-Niederlassung anrufen und dann die Kollegen kontaktieren. Vielen Dank, dass du die Informationen mit uns geteilt hast. Gerne. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder andere Themen euch interessieren, dann schreibt ihr sehr gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns wieder beim QuickCheck.